Hallo zusammen. Im heutigen Video bauen wir einen enorm günstigen Wing. Das ist der Sky Shadow S800 von Reptile. Ich habe den ausgestattet mit relativ guter Elektronik, bis auf den Flight Control, das seht ihr dann im Bildvideo später. Aber es ist ein TBS Unify drin, es sind Metal Gear Servos drin, es hat ein FR Sky D4 R2. Den hatte ich halt einfach noch, so wie viele andere Elektronik. Motor und Kamera habe ich weiterverwendet vom Chirilla-Bild. Falls euch das interessiert, das ist da oben irgendwo verlinkt. Dieser Flügel hat relativ wenig gekostet, wie ich schon gesagt habe. Der Flügel selbst hatte, ich hatte eine Aktion bei Banggood, war 45 Franken. Ich habe dann noch das Motor-Mount-Add-on für ein paar wenige Franken dazu genommen. Und alle verwendeten Komponenten, die ich noch direkt ausfindig machen konnte, da ja viel wiederverwendet wurde, sind natürlich unten verlinkt. Das Maiden-Video ist heute nicht in demselben Video integriert. Das Wetter hat nicht wirklich mitgemacht in der letzten Zeit. Das wird dann folgen, sobald das Wetter schöner ist. Viel Spaß! Angefangen habe ich damit, den Wing auszupacken, einmal alles schön hinzulegen, Nulling, wie man das in Englisch auch nennt, und die übrigen Parts abzuschneiden, die da noch am Schaumstoff waren. Ein kleiner Testfit durfte natürlich auch nicht fehlen. Der nächste Schritt war dann, alle Kanten, die geklebt werden, abzuschleifen mit einem Schleifpapier, das ist enorm wichtig. Der Mold Release, wie das Teil heißt, da wo der Flügel gegossen wurde, das macht den so glänzend und da klebt Leim enorm schlecht. Also wirklich eigentlich gar nicht, den kann man einfach abziehen. Kurz mit einem 120er Schleifpapier drüber geschliffen, dass es matt wird und schon hält der Leim anschließend bombenfest. Ich habe dann die Winglets fixiert mit etwas Malklebeband, das war nicht ganz so einfach, ist aber glücklicherweise schlussendlich doch ganz gut gekommen. Die trocknen zu lassen war dann eine etwas schwierigere Aufgabe, die muss ich irgendwie hinstellen, damit das trocknen kann, wie man hier sieht. Wenn man den Gorilla Glue, den ich hier verwendet habe, richtig verwendet und einmal nachguckt, wie man den genau brauchen muss, dauert das auch nicht so lange wie bei meinem ersten Flügel, den ich gebaut habe. Die richtige Verwendung ist, beide Flächen natürlich zu putzen, das muss man immer, wenn man klebt, und dann anschließend mit etwas feucht zu machen. Ich habe dann hier einen Pinsel genommen und einfach Wasser angestrichen, dann ein bisschen abgetupft, bevor ich den Gorilla Glue dann aufgebracht habe auf beiden Seiten, und dann zusammendrücken und so halten, und der wird bombenfest. Das hält besser als der Schaum selbst. Damit keine Dellen entstehen im Flügel, habe ich meistens, wenn es ging, so kleine Holzstücke verwendet, die den Druck ein bisschen verteilen. So habe ich auch sichergestellt, dass zum Beispiel diese Füller, die es da hat bei den Verstrebungen, dass die dann auch schön unten bleiben, dass das nicht irgendwie sich hochdrücken kann. Und wie man sieht, währenddem ich den zweiten Flügel mache, ist beim ersten der Gorilla Glue schon am rausquillen. Der wird dann so schaumstoffartig hart. Und wir können jetzt hier im Zeitraffer zugucken, wie der trocknet. Ich beschleunige das ein bisschen. Und anschließend habe ich dann mit einem Messer einfach ganz simpel rausschneiden können und den einfach abziehen, das was übergequollen ist. Auf der Unterseite habe ich dasselbe gemacht, die Spalte ein bisschen mit dem Schleifpapier matt gemacht, etwas feucht gemacht, Gorilla Glue reingedrückt und dann die Stäbe reingemacht. Da habe ich definitiv genug Gorilla Glue verwendet, es ist jetzt sehr schwierig einzuschätzen, wie stark der aufquillt. Und wie wir hier sehen, es ist wieder im noch verschnellten Zeitraffer am Trocknen, quillt das ein bisschen über. Wie schon erwähnt, habe ich dann das überschüssige Material abgeschnitten und anschließend die nun weißen Stellen einfach mit einem Edding-Marker schwarz angemalt. Man sieht das kaum, dass da überhaupt einmal weißer Leim dazwischen war. Zur Steuerung des Flügels habe ich einen Flight Controller verwendet. Beim Wing dabei war eigentlich nur ein PDB, das wird zwar als FC angeschrieben auf der Banggood Jobseite, ist aber in Wirklichkeit wirklich nur ein PDB,
dass das den Strom verteilt, plus ein kleiner Back, der 5 Volt produziert, um die Servos anzusteuern. Ich wollte aber etwas mehr, habe dann geguckt und der kleine Bruder, der graue Bruder dieses Flügels, da gibt es einen Flight Controller für, der kann dann stabilisieren und auch Heading Hold, also dass er weiter in die Richtung, immer in dieselbe fliegen sollte, ohne dass man etwas anfasst. Ich habe da meine Zweifel, dass das wirklich genau so geht, aber es wird sicher eine Unterstützung sein beim Fliegen. Für den Receiver habe ich einen relativ alten FR-Sky D4R2 verwendet und kein S-Bus und gar nichts. Das ist ein 4-Kanal-Empfänger und ich brauche nicht mehr. Wie die meisten Wings hat auch dieser Wing nur 3 Kanäle, sprich kein Yaw. Und somit kann ich diesen 4. Kanal verwenden, um den Flugmodus umzuschalten. Das gibt genau 4 Kanäle, ich habe 4, ich brauche 4. Wunderbar. Ich habe die Pins alle abgemacht am Empfänger. Ich habe das dann die Drähte direkt dran gelötet. Er ist von der Länge her sonst nicht in den entsprechenden Bay unten am Flügel reingegangen. Das war aber somit gar kein Problem, denn ich musste ja sowieso irgendwie die Kabel verlängern und somit konnte ich gerade schön Silikondrähte verwenden und die auf die richtige Länge zuschneiden. Ich habe dann am Ende dieser Drähte schlussendlich einfach die Servo-Steckerchen, die Weibchen, angemacht und mit Schrumpfschlauch überzogen. Keine richtigen Stecker, ich musste ja die Kanäle noch zuweisen und ähnliches sicherstellen, dass die korrekt eingesteckt sind und so weiter, und da ist das ein relativ praktisches System, das so zu machen. Ich habe dann ganz am Schluss einfach mit ein wenig Hot Glue das Ganze fixiert, dass das sich im Flug sicher nicht lösen kann, nur um ganz sicher zu gehen. Für den Videoempfänger habe ich auch die Kabel verlängert. Der Unify, der Smart Audio wird natürlich nicht verwendet. Alles andere ist ganz normal angehängt. Die Stromversorgung geht vom diesem Flight Controller Ding zum Unify und vom Unify gehen dann 5 Volt zurück auf die Kamera. Das habe ich so gemacht, dass der Filter des Unifys zusätzlich das Kamerabild auch noch verbessern sollte. Dieser Flight Controller wird dann schlussendlich mit doppelseitigem M3 Klebeband einfach in den Flügel geklebt. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, und da die Pins unten beim Flight Controller rausgucken, habe ich eine kleine Vertiefung gemacht, wo das die rauskommt, so dass der perfekt im Flügel sitzen kann. Ich habe mich sogar die Mühe gemacht und geguckt, dass das Gyro ziemlich genau auf der Mittelachse ist. Deswegen ist der Flight Controller nicht zentrisch eingeklebt. Danach war wieder etwas Kleben angesagt und ich habe die Holzplatte zur Verstärkung, die unterhalb des Akkus sein wird, eingeklebt. Auch den Sitz für die Kamera, da habe ich etwas kleines 3D-Design gedruckt. Das ist wie immer unten verlinkt. Das könnt ihr runterladen, wenn euch das hilft. Ich denke aber, das ist abhängig von der Kamera. Ich habe hier eine Foxeer verwendet. Vielleicht passt es für euch, vielleicht auch nicht. Auf diesem Sitz habe ich dann noch wieder von diesem M3-Klebeband hingeklebt, sodass ich dann zu guter Letzt fast die Kamera noch montieren kann. Jetzt sieht man, wie ich den Motormount hier angefangen habe auch hinzumachen. Der Motormount, der eigentlich bei diesem Wing dabei ist, ist ein bisschen eine Fehlkonstruktion, sage ich jetzt mal. Wenn man den einmal eingeklebt hat, nimmt ihr den nie mehr weg, um zum Beispiel den Motor zu essen. Deshalb gibt es ein kleines Upgrade für diesen Flügel, das habe ich auch unten verlinkt. Das hat dann Standoffs, nur circa 1 cm, und mit dem, das ist dann fix angemacht am Flügel, aber ihr könnt den Motor dann jederzeit später wechseln, ersetzen, wie auch immer. Auch die Servos habe ich testgefittet und glücklicherweise haben die Servokabel, die ich damals für den Cirilla Wing gemacht habe, genau die richtige Länge gehabt, dass es auch hier reichen wird. Dass der Motormount sich nicht verschiebt, habe ich dann einfach ein bisschen Klebeband drum gemacht, natürlich auch wieder Gorilla Glue, nass gemacht, angeschliffen und so weiter, wie immer. Anschließend habe ich noch die Servos eingeklebt und auch die mit einem Holz fixiert, so dass die schön flach runtergedrückt werden.
Danach habe ich noch sichergestellt, dass die auch wirklich funktionieren. Ich hatte das im Vorfeld natürlich schon gemacht, aber man weiß ja nie. Der nächste Schritt war dann, den ESC unten einzubauen, die Kabel durch den Schlitz, der dafür vorgesehen ist, hochzuziehen und auf den Flight Controller anzulöten. Auch die Kamerakabel und so weiter wurden inzwischen als Stromversorgung wurde angelötet und somit ist der größte Teil der Elektronik jetzt fertig. Das letzte, was es elektronisch zu tun gab, war den Motor anzulöten, natürlich sicherzustellen, dass der auch wirklich funktioniert, bevor ich ihn dann anschraube. Ich habe wie immer, wie man das richtig macht, wenn Metallschrauben in Metall gehen, Loctite verwendet. Auch bei diesen Carbonabdeckungen, die es unten für den ESC und auch für den Videosender und Empfänger hat, habe ich überall ein bisschen Loctite verwendet. Hier eine kleine Warnung, die Schraubenfassungen, die im Flieger drin sind für diese Türchen, die halten nicht wirklich gut. Ich habe da bei zwei zu stark anzuziehen versucht und die sind direkt durchgedreht. Die dürfte ich nur schwach anziehen. In der Hoffnung, die Kabel nie mehr rausnehmen zu müssen, habe ich mit der Gaffaband einfach die Kabel da ein bisschen angeklebt. Das war das einzige schwarze Klebeband, das ich gerade zur Hand hatte. Um die Antenne des Videosenders zu fixieren, habe ich das Pigtail ausgezogen, dann durch das Loch hindurchgeführt und mit einem Schrumpfschlauch wieder fixiert am Videosender. Und oben habe ich ein bisschen rausgeschnitten, so wie dass der obere Teil, wo eigentlich Schraubenlöcher drin sind, sich gut fixieren kann. Und dann habe ich mit Epoxyharz das Teil reingeklebt, der kommt nie mehr raus. Für die Empfängerantenne habe ich ein Teil gefunden auf Thingiverse, das ich in PLA gedruckt habe. Das macht einen schönen 90 Grad Winkel, hat zwei Löcher, wo man wunderbar so Röhrchen reinstecken könnte. Ich hatte aber keine solchen Röhrchen, also habe ich Kabelbinder einfach das eine Teil rausgeschnitten, in die richtige Länge geschnitten und dann mit Schrumpfschlauch, wie auch bei Quads, angemacht. Schrumpfschlauch über den Kabelbinder und das Antennenkabel zusammen natürlich und dann mit mehreren Schichten Schrumpfschlauch so eingepackt, dass das die auch bei starkem Flugwind hoffentlich etwa bei diesen 90 Grad bleibt. Die Montage der Kontrollflächen oder besser gesagt die Steuerung dafür mit den Servos, das funktioniert eigentlich immer gleich. Man bildet eine gerade Linie vom Servohorn auf die Kontrollfläche runter. Da eignet es sich zum Beispiel sehr gut ein Lineal zu nehmen, den schön an Servo und zu legen, wie man hier bei mir gerade sieht. Und dann nicht so wie ich einfach da zu schneiden, denn natürlich ist die Stange dann nicht genau auf dieser Kante. Somit müsste man da noch ein bisschen Versatz einrechnen, aber diese etwa 4 mm, das wird wohl niemanden stören. Spielt nicht so eine Rolle jetzt hier in dem Fall. Aber wenn man es richtig schön machen wollte, sollte das nicht so sein. Zusätzlich habe ich das Scharnier noch ein bisschen verstärkt mit einem Klebeband. Werde ich vielleicht auf der unteren Seite auch noch anbringen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Im Moment bleibt es mal so. Und weil die Stangen sich ein bisschen durchgebogen haben, wie ich das gesehen habe, als ich das getestet habe und somit eigentlich Kraft verloren geht, habe ich Carbonstäbe genommen, die ich noch hatte, einen Stab und den ein bisschen zurechtgeschnitten und dann mit Schrumpfschlauch an die metallenen Stangen zusätzlich befestigt und jetzt bleiben die auch bei Vollausschlag schön gerade und werden nicht verbogen. Die Hauptarbeit ist gemacht und jetzt ging ich daran, den CG zu testen, Batterie zu montieren und ähnliches. Wie man hier sieht, habe ich zum Beispiel meine beliebte Anti-Rutschmatte noch unter den Akku eingeklebt, dass der sich nicht verrutscht, wenn er runter gebunden wird. Viele Leute nehmen da auch Velcro, das funktioniert auch. Ich hatte nur immer wieder das Problem, dass je nach Akku das Velcro dann besser hält als der Leim, mit dem das Velcro am Akku festgemacht wird. Deswegen bevorzuge ich diese Lösung. Des Weiteren habe ich mit dem Kameramount einiges an Zeit verbracht für die Xiaomi Yi, die ich bei diesem Flügel verwenden werde. Da hat es nicht so gut gepasst mit den vorbereiteten Mountlöchern. Da muss ich ein bisschen nachhelfen. Es ist wahrscheinlich für eine GoPro gebaut. Ich habe da ein bisschen sinnlos Zeit verloren, aber das spielt ja nicht wirklich eine Rolle. Zusätzlich hat man noch gesehen, dass es für den Deckel hat es noch zwei so kleine
Carbon-Schützer. Ich wusste zuerst gar nicht, wo die hingehören. Das ist im Plan nirgends, ich habe es nirgends gefunden, wo aufgezeigt wird, wo die hingemacht werden müssen, aber es sieht dann noch etwas slicker aus. Die sind wahrscheinlich optional, weil ich gesehen habe, dass gewisse Leute den Akku, einen größeren Akku dann vorne in der Nase drin haben, somit wahrscheinlich mehr Flugzeit rausholen, dafür keine HD-Cam drin haben. Und dann hat der XT60 durch diese Löcher Platz, kann da durchgeführt werden. Ich werde dies nicht tun, deswegen habe ich diese Carbon-Teile aufgeklebt. So viel zum Bau dieses Flügels, der ist nun fertig, alles müsste funktionieren und ich hoffe, dass es bald schönes Wetter gibt an einem Feierabend oder so, dass ich den testen kann. Den Maidenflug werde ich natürlich auch wieder als Video verarbeiten und euch zu zeigen, wie sich der verhält und wie der fliegt. Der Flight Control muss ja auch noch getuned werden, das werden wir aber im Maiden-Video sehen. Hey! Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinem Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.